Nu. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle ins Kolosseum in Rom bringt. Crash, gib sie Tiny oder Crash wird zerquetscht. Crash wird zerquetscht. Das war übrigens Tiny Tiger, den wir auch schon im zweiten Teil gesehen haben. Mein Lieblingsboss im zweiten Teil. Wegen der geilen Musik. So, dann dürfen wir jetzt hier unsere Stoppuhr einsammeln. Und jetzt geht er ab hier. Musik auch göttlich. Wie fast in jedem Crash-Teil. Nein! Ach, fuck. Oh! Scheiße. Möchte gerne hier runter. Dankeschön. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie war das denn? Unten, oben, unten. Unten, oben, unten. Ich weiß gar nicht, was das nächste Level für ein Level ist. Nein! Och Mann! Können jetzt sehen, wie kacke ich synchronisiert habe. Das Problem nämlich bei dem Grabber ist, den ich jetzt momentan benutze. Wenn die PlayStation mal kein Signal ausgibt, dann denkt sich das Programm, ja gut, dann kann ich ja abschalten. Nur, wenn die PlayStation dann wieder Signal ausgibt, dann denkt sich das Programm, oh, warte mal, ich bin nicht so schnell. Mach mal langsam. Scheiße, ich habe schon wieder die Kiste verballert. Nimm mal, oh, schon wieder eine. Mal gucken, was das hier gibt. Schon eine Kiste. So, 22,80. Mach dann 22,80 Euro bitte. Na gut, reicht für Gold. Aber das hätte man noch besser machen können. So, was kommt als nächstes? Ich weiß, dass es vorletzt, also das nächste oder das danach das Level ist, dieses Steinzeit-Level. Da hätten wir schon zwei Level komplett abgeschlossen. Wunderbar. Steinzeit-Level, Boneyard. Was ist denn dann? Ach genau, das letzte ist wieder mit Coco. Crash. Coco. Okay. Ich weiß jetzt nicht so genau, wir hier alles kriegen können. Aber versuchen wir mal alles einzusammeln. Passt dann schon, ne? Ein kleiner Nino, der uns hinterher läuft. Ich freue mich auch schon voll auf das. Weiß ich nicht. Nicht Remake, sondern Remaster. Aber ich finde, das sieht nicht irgendwie nach einem Remaster aus. Keine Ahnung. Master sehen für mich irgendwie anders aus. Für mich ist das ein Remake. Genauso wie Oddworld New and Tasty ein Remake war. Das ist verständlich, dass das ein Remake ist, weil es halt mega komplett anders aussah. Und Remaster? Ich muss mir mal nochmal die Definition davon durchlesen. Ich finde irgendwie Remaster ist so. Ja, das bleibt alles so bestehen irgendwie. Texturen und alles wird vielleicht ein bisschen schöner. Aber das, die Trilogie da von Crash, die sah eigentlich so aus, als ob die komplett von Grund auf from scratch irgendwie neu gemacht wurde. Ich weiß doch auch nicht. Bleh. Okay, wir können ja nicht alles holen, aber ich hol trotzdem alles. Ich hol alles. Ding.
Ich mag dieses Gras nicht, das nervt. Da ist schon unser Bonus-Level, wo gerne mal die CD hängen bleibt, das weiß ich noch. Nee, jetzt läuft aber. Ich finde die Level hier auch sehr schön, wobei mir die nur im zweiten Teil irgendwie, weiß ich nicht, mir haben die da besser gefallen. Es kann auch einfach sein, weil der zweite Teil der Teil meiner Kindheit war. Und dass ich damit dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dass ich das deswegen mehr liebe oder so. Ist möglich, aber trotzdem, ich weiß nicht, mir gefällt der zweite Teil besser. Was jetzt nicht heißen soll, dass der dritte Teil mega scheiße wäre. Aber der ist halt gut, ne? Und ich wollte jetzt erstmal ein paar Reihen fertig bringen, bevor ich mit Metroid anfange. Ich weiß, ich tue das schon seit Ewigkeiten. Oh, war das gut? Ja, okay. Schon seit Ewigkeiten vor mir hinschieben. Metwurst. Ich wollte jetzt erstmal ein paar Reihen fertig bringen. Und Crash Bandicoot 3, also so an sich Jump'n'Run-mäßig, wäre die Serie, die Gedöns, für mich erstmal fertig. Weil die PlayStation 1-Teile, finde ich, ist was anderes als die PlayStation 2-Teile. Die werden dann noch mal irgendwie, die werden zwar auch noch kommen, aber für mich ist dann die Serie so erstmal fertig. Na, das war nicht so gut. Ja. Hast du die kaputt? Dankeschön. Ich meine, das würde gezählt werden. Wir sind jetzt gleich schon durch. Ja. Ja, wir haben alle bekommen. Wunderschön. Gut. Dann gibt es wohl in dem roten Bereich nur einen extra Edelstein. Und den roten Bereich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir den roten Kristall herkriegen. Edelstein, Entschuldigung. Kristall ist ja immer pink. Naja. Ich speichere nochmal ab. Prozent haben wir schon. Yay, ein Zehntel. Also fast ein, ja eigentlich schon ein Zehntel. So. Jetzt kommt das Level Making Waves mit der ollen Coco. Ich bin am Überlegen, ob ich am obwohl, ich könnte eigentlich auch schon morgen. Also es kommt darauf an, wie das Wetter jetzt ist. Ja, das ist Coco. Auf ihrem kleinen Jetski. Halt die andere Form des Wasserlevels. Wie ich eben mal angedeutet habe. Sehr linear. Also sehr schlauchig. Eigentlich sind alle Level schlauchig. Aber im Gegensatz dazu ist das hier eigentlich so am unschlauchigsten. Wenn man die Fluglevel mit rausnimmt. ja. Ach genau, was ich eben sagen wollte. Ich bin am Überlegen. Ich bin mal eines Morgens auf dem Schulweg. Ich fahre dann immer an so einem See vorbei. Und er sah eines Morgens richtig geil aus. Da ist die Sonne aufgegangen und es war alles so grünlich alles irgendwie. Jetzt bin ich in Ruhe. Und da war ich dann am Überlegen, ob ich da ein Foto von machen soll. Und die ganzen die Bäume und so, die waren alle so schön weiß, weil es total am Frieren war und so. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich jetzt einfach mal morgens, weil ich sie einfach kann, nochmal dahin fahren soll und ein Foto davon machen soll. Das Problem ist, es ist heute mega. Ach, hat der nur. Dass es heute mega neblig war. Und ich gehe mal davon aus, dass es morgen genauso aussieht. Ach.
Jo. Ich wollte meinen Wecker morgen eh anlassen, damit ich mich einfach noch rumdrehen kann. Aber dann kann ich auch gerade mal aus dem Fenster gucken. Gucken, wie es aussieht. Wie gut aussieht. Ziehe ich mich um. Und fahre dann mal gerade dahin. Und wenn es scheiße aussieht, lege ich mich einfach nochmal pennen. So. Dann müssen wir das Ganze jetzt noch auf Zeit machen. Aber wir müssen... Ach. Uns wird keine Wahl gelassen. Wir müssen erst den Boss machen. Aber nachdem mache ich dann... ne. Tiny Tiger. Ich meine, wir brauchen Gold überall. Ich meine, das wäre so gewesen. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatorenarena! In sein komischer Helm oder Hut oder was das ist, das sieht so komisch aus. Hm. Hallo, Contains. Das ist eigentlich die gleiche Musik, also fast so ähnlich die Musik wie in Crash Bandicoot 2, nur halt so ein bisschen anders. Jo, super. Ich mag das Level nicht. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet, dass da nochmal welche kamen. Ich mag auch nicht diese Geräusche, die Tiny macht, diese. So geht's natürlich auch, ne? Ich glaube, so machst du das jetzt immer. Schön in die Ecke stellen. Screw you! Ja, das wäre jetzt schon geschafft, ne? Ich hatte früher, ich weiß, kann mich noch dran erinnern, ich habe früher Probleme mit dem gehabt. So, und wir kriegen nämlich jetzt was Schönes. Nämlich so Special. Nicht Eigenschaften, Special Sachen, die wir machen können. Mit Schreibfehlern oft. Super Bauchlandung. Fuhr, stärkere Bauchlandung. Drucke Sprungtaste X und Kreis am hochsten Sprungpunkt. Weiter mit Dreieck. Achso, Dreieck. Ich habe X gedrückt. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Akku redet so langsam. Aber schon beruhigend. Aber wir werden jetzt erst noch das Coco-Level nochmal machen. Ah, warte mal. Ah, genau, das war ja ein Rennlevel. Da wollte ich ja eh noch abwarten. Wir müssen ja sowieso noch mal da rein. Dann machen wir jetzt Coco. Making Waves. Es gibt hier auch, wie in dem anderen Spiel, was nun los? Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern.